Mein jetziger Name ist Poje. 2012 habe ich circa angefangen zu sprayen, 2011. Ich habe aber auch schon früher getaggt. Aber so richtig los ging es dann mit mir, als ich dann so 15 war. Mein erster richtiger Name, mit dem ich mir so einen Namen auch gemacht habe, war dann Omse. Omse entstand durch meine Oma eigentlich. Ich habe einfach Buchstaben am Anfang eigentlich nur genommen, die mir gut gefallen haben, mit denen ich gut klarkam, die ich gut umsetzen konnte und zum Tanzen bringen konnte. Da bin ich dann auch ganz lange bei geblieben, bis ich dann irgendwann angefangen habe, halt von den Illegalen und von der Straße wegzukommen und eher mein Geld auch irgendwo mit meiner Kunst zu verdienen und auch den Leuten zu zeigen, dass man halt nicht einfach nur ein Vandale ist, sondern dass man da etwas lernt, wofür man sehr viel aufgeben muss auch und sehr viel Freizeit da auch reinsteckt in das Graffiti-Thema. Aber mittlerweile setze ich mich da gar nicht mehr so fest, dass es halt nur Buchstaben sein müssen, sondern ich male jetzt auch gerne Charakter, Figuren, jegliche Arten und Sachen. Graffiti ist auf jeden Fall kein Hobby. Es ist ein Lebensstil, wo man sich auch Gefahren aussetzt. Auch jeder, der mit Sprayen anfängt, sollte sich auch ganz klar bewusst sein, dass man da etwas macht, was dem Staat nicht gefällt, was auch vielen Leuten auf der Straße auch nicht gefällt, also der Gesellschaft allgemein auch nicht, weil viele das auch einfach nicht verstehen können. Und man da etwas macht, gegen, wo es ganz, ganz viel Gegenstrom gibt und ganz viele Leute, die etwas dagegen haben. Viele haben ja auch sehr viel Verständnis dafür, dass es halt Graffiti mit Dosen gibt, aber dieses ganze Geschmiere in den Bahnhöfen und so finden sie halt nicht cool. Ich glaube, dass das halt gerade das ist Graffiti, also das Taggen macht einen riesengroßen, also es ist ein riesengroßer Part von dem Graffiti, weil ein Tag ist im Endeffekt einfach nur eine Miniaturform von einem riesengroßen Graffiti. Und dieses, dass man zeigt, man war hier, dieses, dass man zeigt, man hat gelebt, man war an diesem Ort, man hat dort seine Zeit verbracht und ich glaube, das ist eigentlich das, warum es halt auch illegal nur zustande kommt, weil es gibt ja nicht überall Hall of Fames, wo man es halt legal machen kann. Die Wege zur Arbeit, die Wege zu Freunden, den Weg zur Party, jeder hat irgendwie von meinen Freunden immer einen Marker dabei und irgendwo sich so hinzuschreiben, bedeutet einfach für die Menschen, ein Teil dieser Gesellschaft irgendwie zu sein und gesehen zu werden. Auch wenn niemand wirklich weiß, wer diese Person ist. Irgendwann fing das an, dass halt einer von uns halt immer irgendwie ein Edding dabei hatte und dann immer die Bussitze voll getaggt hat. Das wurde aber immer total schnell weggemacht, weil Edding halt einfach nicht gut auf diesem Plastik hält. Und dann kam halt so etwas raus, das hieß Stealth Ink. Das ist halt so eine Fotoemulsion, also eine bestimmte Flüssigkeit. Und als das dann neu rauskam, entstand dadurch eine ganz neue Ära von neuen Sprayern und Taggern, weil alle auf einmal sich in den Bussen halt so irgendwie verewigen wollten. Und so fing das irgendwie alles an, dass wir halt irgendwie angefangen haben, so erstmal Marker zu kaufen, dann ganz viel von diesem Stealth Ink. Und dann haben wir angefangen, bestimmte Buslinien komplett einzunehmen. Wir wollten überall, dass die Busse von oben bis unten halt voll mit unseren Tags sind. Das ist schon über 11 Jahre her, aber bis heute sehe ich immer noch alte Busse von früher mit unseren Tags drin, also mit unseren alten Namen. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Irgendwann wurden dann halt meine Freunde erwischt und so wie das eigentlich so häufig passiert. Und ich war der einzige von uns, der halt nicht erwischt worden ist, weil ich an dem Tag Glück hatte und nicht am Start war. Daraufhin wollten halt alle halt ein bisschen so den geraden Weg gehen. Und nicht mehr Graffiti machen sinnlos und nicht mehr dealen und nicht mehr den ganzen Scheiß machen, wieder zur Schule ordentlich gehen, OSZ besuchen und Abschluss nachholen. Für mich gab es irgendwie diese Option nicht so wirklich. Ich hatte meinen erweiterten Hauptschulabschluss, ich musste irgendwas anderes machen, also habe ich dann angefangen, an einer privaten Uni einfach Modedesign zu studieren. Und da habe ich halt auch so gemerkt, was für ein Potenzial halt auch hinter Graffiti steckt und wie viele Leute halt auch eigentlich solche Sachen zum Beispiel auch auf Klamotten gerne tragen würden. Und da habe ich halt dann so früher gemerkt, so okay, da ist echt ein großes Potenzial auch dahinter, dass man nicht einfach nur so illegal die Busse voll taggt, sondern dass man halt
aus seiner Kunst allgemein etwas macht und Graffiti nur noch eins dieser Medien wird, die man bedient. Also Berlin war am Aufblühen zu der Zeit und alle wollten irgendwie einen gewissen Teil der Straße irgendwie sich damit identifizieren, zeigen, dass sie halt irgendwie auch dazugehören, dass sie irgendwie auch Ghetto sind, obwohl sie es manchmal auch gar nicht waren. Und in Zindorf gab es halt diese Dinge nicht und uns hat es das da einfach ein bisschen gefehlt. Also für uns war das halt auch eher so, dass wir halt auch Zindorf zeigen wollten, dass wir daraus halt so ein bisschen ein Ghetto machen wollen, auch wenn es voll blöd klingt, aber wir wollten uns wohlfühlen. Also die Unterschiede zwischen damals zu heute sind, dass halt früher weniger Sprayer einmal am Start waren, also waren viel weniger da. Man konnte die Crews von den Bezirken auf der Hand aufzählen. Heute ist es schon eher sehr, sehr, sehr schwierig auch zu wissen, wie viele Mitglieder eine Crew hat oder woher die Crew auch wirklich kommt. Es gibt auch sehr, sehr viele, die nennt man halt so Backpack-Sprayer. Die halt wirklich sich in Interrail-Zug setzen und einmal durch ganz Europa fahren und mit ihrer Crew versuchen, jede Stadt einmal zu besuchen und da einen Zug zu malen. Also das Internet hat unglaublich viel verändert. Auch die Connection zwischen den Sprayern, dass zum Beispiel ein italienischer Sprayer, ein Berliner Sprayer irgendwie unter seinem Bild kommentieren kann, so ein nices Graffiti oder so. Also das ist halt so der Unterschied, dass man da halt jetzt mittlerweile Props aus allen Richtungen kommt, aus allen Ländern, aus allen Schichten auch. Auch bei meinen Followern sind halt auch Leute dabei, diesen Familienväter oder sonst was. Da sind auch ältere Leute dabei, wo man sich denkt, so, die würden eher konservativ an die Sache rangehen oder so. Aber die feiern das, was ich mache und die feiern auch Graffiti generell. Ich glaube, auch in der Gesellschaft ist es halt auch so, dass es viele Leute gibt, die sich dann halt total doll darüber freuen, wenn eine riesengroße graue Fassade von irgendeinem berühmten Sprayer bunt gemacht wird und die danach dann aus dem Fenster gucken und was Schönes zu sehen haben. Du musst doch dran sterben, Mann. Ja, und wie entsteht ein Graffiti? Also ich denke mal, dass da jeder so eine andere Vorgehensweise hat. So. Manche brauchen einfach nur ein wunderschönes Foto. Und ich bin halt eher von der Fraktion, dass ich ein schönes Foto haben möchte. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das danach fotografieren kann, dass ich das abordnen kann, dass ich das, dass ich ein harmonisches Foto gemacht habe, was auch eine gewisse Atmosphäre von dem Spot wiedergibt. Und bei mir geht es halt echt nicht wirklich darum, dabei irgendwie mein Herz zum Schlagen zu bringen. Also ich will halt einfach nur meine Kunst machen und ein schönes Bild irgendwie danach haben. Weil Graffiti ist halt auch einfach nicht für immer. Also male ich nur noch fürs Foto. Also ich male wirklich nur noch dafür, dass ich das halt irgendwie abordne und wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr auf der Erde verweile, dass dann halt irgendwann jemand dieses Buch findet und auf einmal sagt, wow, Alter, was hat der Dude irgendwie sein ganzes Leben lang gesprayt und gemacht und wie viele Orte hat der besucht? Ja, ich mache das halt doch einfach nur für mich selbst und dass ich dabei halt irgendwie Spaß habe. Ich glaube, der soziale Widerstand ist nur deswegen da, oder auch generell, dass man Graffiti überhaupt als einen Widerstand sieht, ist, glaube ich, nur deswegen da, weil es halt so wenig Perspektiven für diese ganzen Künstler gibt. Also auch so wenig kreative Berufe, wo sie ihre kreative Ader wirklich ausleben können und auch wirklich zeigen können, dass sie das halt wirklich leben und lieben und Kunst auch leben und lieben. Ich glaube, die Sprayer an sich denken sich dabei einfach gar nicht so viel, so, yo, ich mache hier jetzt was gegen das System oder ich kämpfe hier gegen die Norm an. Ich glaube, die meisten haben einfach nur ein unglaublich großes Interesse daran, Kunst zu machen und
Farbe kennenzulernen und etwas zu machen, worin man besser wird. Das ist ja auch beim Skateboardfahren so oder bei anderen Sportarten, dass man halt einfach besser werden möchte. Ja, und es ist sehr, sehr kommerziell geworden. Also man kann bestimmte Sachen halt heutzutage sprayen und weiß, dass man damit halt irgendwie steil geht. Früher war auch nochmal Graffiti etwas ganz anderes. Also heutzutage ist Graffiti Social Media, man gibt einfach nur einen Hashtag Graffiti und man sieht unglaublich viele Shops, wo man sich die ganzen Sachen einmal bestellen kann. Mit einer Qualität und mit einer Auswahl, die es früher einfach gar nicht gab. Also früher gab es eine Markerfirma, eine Spraydosenfirma und wir mussten uns damit, mussten damit zurechtkommen. So. Meine Gesundheit ist auch der Grund, warum ich von dem krassen Illegalen weggekommen bin und auch nicht mehr so Züge und sowas male, weil das halt einfach für meinen Darm und für meinen Körper und für meine Krankheit einfach überhaupt gar nicht gut ist, der Stress. Und ich da halt echt aufpassen muss, dass ich halt meinen Körper einfach nicht zu viel zumute. Und viel kann man daran leider auch nicht verändern. Das ist halt einfach eine chronische Krankheit, die halt auch einfach für immer bleibt. Und deswegen probiere ich jetzt nur noch da zu sprayen, wo schon Graffiti ist und nur noch die Stellen zu nutzen, die noch nicht genutzt worden sind. Also der Anfangsgrund, warum ich überhaupt angefangen habe, auch dann zu sagen, ich möchte unbedingt Tätowierer werden und möchte unbedingt das zu meinem Beruf machen, war, als ich halt schon 12 Jahre alt oder dann noch jünger war, da habe ich MTV geguckt und habe LA Inc. geguckt und da war jetzt so, ich glaube, der heißt Kim van D. Und sie hat auf jeden Fall einen super coolen Style gehabt, hat ein eigenes Tattoo-Studio, was komplett pink war und sie hat mich davon überzeugt, dass es ein unglaublich toller Beruf ist, dass man dafür bezahlt wird, anderen Leuten Kunst auf die Haut zu zaubern. So. Und dass man dafür sogar bezahlt wird, das konnte ich früher als Kind gar nicht verstehen. Ich habe gemerkt, so dass meine Kunst halt einen gewissen Wert hat und dass auch all das, was ich alles über die Jahre gelernt habe, sei es Farbkunde oder sei es, wie man Outlines zieht oder egal, das, all das ist halt alles irgendwie etwas wert und all das hat irgendwie in meinen Augen, ist es eine Fähigkeit, die nicht jeder hat. Als ich gemerkt habe, ich werde besser und die Leute geben mir das auch wieder zurück in Form von zum Beispiel auch Geld, dass ich dann zum Beispiel für ein Tattoo auf einmal für 4-5 Stunden Arbeit auf einmal 500 Euro bekomme. Und habe dann halt auch gemerkt, so dass ich halt beides miteinander super gut vereinbaren lässt. So, also ich kann halt sprayen, kann die Graffitis hochladen. Das feiern meine Tattoo-Kunden und meine Tattoo-Kunden feiern aber auch, wenn ich nur Tattoos hochlade. Also beides zusammen hat dann halt irgendwie so mein Stuff ergeben. Also mir ist eigentlich nur wichtig, dass halt so meine Jungs aus Zehlendorf, dass die endlich den Respekt bekommen und endlich so das bekommen, was sie verdienen. Dass man sie nicht mehr so als diese Rand-Berliner sieht, die halt irgendwie nichts auf die Kette kriegen, sondern dass sie verstehen, dass wenn sie einmal in Zehlendorf reinfahren und dann auf einmal sehen, wie viel wir dort gemacht haben, wie viel wir dort geleistet haben, wie viel wert das ist. Also, das wirst du nicht im Internet finden. Das wirst du nur finden, wenn du dorthin fährst und wenn du das dir dort anguckst, weil wir sind alle nicht im Internet wirklich. Wir sind alle auf der Straße, von der Straße und machen das auch für die Straße so.